Ja, hallo und willkommen zum Slingshot-Channel. Jetzt ist der Frühjahr-Sommer-Katalog Böker 2023 eingetroffen und da sind ja dann alle Messer drin, die Böker so im Angebot hat. Ich interessiere mich insbesondere für die Böker Plus Messer. Warum? Weil die haben großartigen Stahl, die sind super verarbeitet, ich finde das Design toll und die sind echt bezahlbar. Ne, wenn ich jetzt auf die anderen schaue, hier die Böker in Solingen gefertigten, die sind halt sehr, sehr teuer, auch sehr schön, aber die sind halt vom Preis her nicht so wirklich erschwinglich, finde ich, für Otto-Normalverbraucher. Aber das ist bei den Böker Plus Messern anders. Ich habe einfach mal die 10 schönsten rausgesucht, die mir hier im Katalog am besten gefallen haben und habe die für euch zusammengestellt und werde euch die heute mal zeigen. Also das ist ein völlig schamloser Versuch, euch ein paar Messer anzudrehen, denn die gibt es bei uns im Shop. Also wenn euch das interessiert, bleibt dran, ansonsten danke und bye bye. Das hier ist das Böker Plus Urban Spillow Slip Joint. Und Slip Joint heißt, ich kann es einfach aufflicken. Das heißt, das ist es, was das betrifft, einhändig zu öffnen. Und es kann auch wieder einhändig geschlossen werden, weil es hat wirklich einen Slip Joint, der mit so einer kleinen Kugel realisiert ist. Das BKA hat dieses Messer geprüft und hat es für EDC-fähig, also 42A kompatibel erklärt. Das bedeutet, man darf das legal mit sich führen. Klar, mit BKA-Gutachten, allem, was dazugehört. Ich finde, es sieht super elegant aus. Ich meine, schaut euch das mal an. Ich finde, es ist ein wunderschönes Messer, super scharf. Und ich finde es auch praktisch, dass man es aufmachen und zumachen kann mit einer Hand. Also wenn ich ein Paket in der Hand habe, dann kann ich das einfach aufmachen, aufschneiden und auch einfach wieder zumachen. Finde ich super praktisch und wie gesagt, vollkommen legal. Kostet ungefähr 70 Euro, 440C Stahl. Ich finde es super. Ja, das nächste, was ich hier für euch habe, ist das eines meiner absoluten Lieblingsstücke aus der Böker Plus Collection. Ich habe das schon vorher mal getestet, ich habe da also Stresstests mitgemacht und das hat total glänzend abgeschnitten als eines der besten Messer, die man in Deutschland legal führen darf. Es ist natürlich ein Zweihandöffner, es hat also hier natürlich einen Nagelhau, ne? Und es ist super verarbeitet, richtig starker Backlog. Es ist absolut glatt in der Hosentasche. Wie ihr seht, es ist super verarbeitet und die ist sowas von schnitthaltig, die Klinge. Also ich bin immer noch total hin und weg von dem Messer. Ich finde das Holz, das Bubinga-Holz auch richtig schön. Von der Farbe her finde ich es wunderschön. Ja, ein 75 Euro teures Messer. Es sieht nach nichts aus, aber das ist gerade, was die Eleganz dieses Messers ausmacht. Ich finde es absolut klasse. Ja, das nächste, was ich habe, ist eigentlich gar kein richtiges Messer, sondern es ist eigentlich ein Rettungswerkzeug. So hat es das BKA jedenfalls eingestuft. Denn das ist im Prinzip ein Automatikmesser. Ja, ihr seht also, das erfüllt aber die Kriterien, dass es eben nicht unter das 42a fällt und auch nicht verboten ist in Deutschland. Obwohl es natürlich super von der Funktion her ist. Rasiermesserscharfe Klinge, hier im hinteren Bereich sogar gezahnt. Serrated und vorne den Gurtschneider. Es hat natürlich eine stumpfe Spitze, das muss sein. Gut, man könnte jetzt mit einem Dremel und einer Trennscheibe hier ziemlich leicht ein normales Messer ausmachen, das stimmt schon. Dann wäre es aber wieder illegal. Ne? So kann man das mitnehmen, man kann es im Auto liegen lassen, man kann es die ganze Zeit in der Tasche haben. Völlig legal, überhaupt kein Problem. Ich finde es super, 130 Euro ist nicht billig, aber es liegt einfach auch toll in der Hand und es hat eigentlich alles, was so ein Messer, das ich unbedingt haben möchte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es wirklich, wirklich gut. Das nächste Messer, was ich für euch habe, ist diesmal mal ein Neckknife. Und zwar das Böker Plus Seagin. Oder Seagin, oder ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Das Messer sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber wenn man erstmal das mal in der Hand gehabt hat, dann verliebt man sich unweigerlich darin. Also diese Klinge hier mit dieser dünnen Stelle, diesem dicken, eckigen Griff. Zuerst sagt man, was soll ich denn damit anfangen? Was ist denn das eigentlich? Aber erstmal, es liegt unglaublich gut in der Hand. Man kann sich das nämlich hier sozusagen an den Finger hängen und die Licht ist wirklich super da drin. Ich habe hier auch diese richtig dicke Klinge, die ist wirklich stark und auch hier so geriffelt, dass ich absolut nicht abrutsche. Ich kann also damit super schneiden und es fühlt sich dann klasse in der Hand an mit diesem Griff. Das haben die wirklich gut hingekriegt. D2 Stahl, richtig scharf. Also die Klinge ist, glaube ich, so ziemlich unzerstörbar. Aber das Coolste ist, wenn ich das im Kampfmessermodus betreibe. Denn wenn ich das Messer so fasse, ja, so fasse, dann ist das im Prinzip wie so ein kleines Faustmesser, obwohl es natürlich nicht durch das Verbot für Faustmesser erfasst wird, weil die Klinge ja nicht quer zum Griff steht. Aber so, wenn ich damit kämpfe, dann macht das einfach wirklich ein rasiermesserscharfe Klinge aus meiner Faust. Und ich habe natürlich jede Menge Möglichkeiten, damit alle möglichen Moves zu machen. Also das ist, glaube ich, das furchterregendste Minimesser, was ich je gesehen habe. Und wenn ich das jetzt aus der Scheide ziehe, ich kann das gleich so fassen. Und schaut mal, wenn ich einfach jetzt meine Hand zur Faust mache, dann ziehe ich das automatisch aus der Hülle raus und sofort bin ich einsatzfähig damit. Also das ist so klasse, dass ich mich komplett verliebt habe in dieses Messer. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsstück aus... Sorry. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsstück aus der ganzen Kollektion.
Es ist noch nicht mal sehr teuer. D2 Stahl und 50 Euro. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eine Wucht. Das nächste, was ich euch jetzt zu zeigen habe, ist ein klassischer Dolch, ein zweiseitiger geschliffener Dolch, also in Deutschland leider nicht legal führbar. Das ist nämlich das Böker Plus Omerta. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen verrückt auf zweiseitig geschliffene Dolche, weil die so viel Gefahr ausstrahlen. Und das ist jetzt auch noch D2 Stahl. 73 Euro finde ich echt nicht viel für so einen Haufen D2 Stahl. Super Finish und so ein Stonewash Finish hat das ganze Ding. Es liegt super in der Hand und ich finde es einfach sowas von geradlinig designt und so schön, dass ich finde, das muss in eine Sammlung. Kommt mit einer vernünftigen Gürtelschlaufe, in einem vernünftigen Kydex, in einer vernünftigen Kydex-Scheide. Also ich finde das ein tolles Messer fürs Geld. Das nächste Messer ist episch und es heißt auch so. Das ist das Böker Plus Epic. Und ich glaube, es ist vom Design her eines der schönsten, das ich euch heute zu zeigen habe. Schaut mal, wie das geformt ist. Also die Klinge erinnert mich sehr an das Schrade Scharfinger. Ja, also das ist ein richtig, richtig gefährlich aussehendes Messer. Obwohl die Klinge, die verjüngt sich sehr stark, aber die ist trotzdem sehr stabil. Unglaublich scharf. Und am besten finde ich einfach das Design von dem Griff hier. Ich meine, schaut mal, wie das hier nach vorne zuläuft. Und es liegt auch klasse in der Hand. Also ich finde das wunderschön und ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich es in meiner Sammlung habe. Mit 66 Euro für D2 Stahl finde ich auch das Messer noch absolut bezahlbar. Also mir gefällt's. Und jetzt zeige ich euch wahrscheinlich das schönste Messer aus der ganzen Sammlung heute. Das ist nämlich das Böker Plus Accomplice, also der Komplize. Schaut euch mal dieses Messer an. Klar, es folgt also hier vom Griff her mit dem Ring, dem typischen Form von einem Karambit. Aber schaut euch mal diese coole Klinge an. Jetzt mal ganz ehrlich, schaut euch das an. Also wie wunderschön das geformt ist. Total geradlinig und der Schleifwinkel ist so, dass das Messer wirklich scharf ist. Man kann es natürlich wie ein ganz normales Karambit führen. Ja, klar, das macht es nicht ungefährlicher. Aber es ist eben auch dazu gemacht, man sieht das hier an der Daumenauflage, dass man das ganz normal wie ein ganz normales Messer nimmt. Und da kann man dann wirklich auch kontrolliert mit schnitzen. Die Klinge ist 14C28N, auch ein toller Messerstahl, wie ich finde. Das ganze Ding ist von seiner Form her einfach so elegant, dass ich mich in das Messer komplett verliebt habe. Es ist nicht ganz billig, es kostet 98 Euro. Aber ich finde, dass es das absolut wert ist. Das nächste Messer, was ich euch jetzt zeigen kann, das ist das vielleicht einfachste Mini-Dolchmesser, das ich hier jemals gesehen habe. Es ist nämlich das Böker Plus Slike. Das heißt Slike, nicht Silke. Ne? Viele Leute sagen Silke dazu. Also das ganze Ding funktioniert so ein bisschen wie so ein Cuttermesser, weil ich habe hier einen Knopf, da kann ich drauf drücken. Jetzt kann ich das nach vorne schieben und es rastet hier ein. Da kann ich das wirklich nehmen, um irgendwelche Sachen zu öffnen. Ich kann es aber auch ganz aufschieben und dann habe ich natürlich die ganze Dolchklinge. Auf beiden Seiten scharf. Ja. Es ist natürlich ein Einhandmesser und natürlich auch feststellbar. Das heißt also 42A kompatibel ist es nicht. Ich finde es einfach wunderschön. Was ich mit meinem Messer gemacht habe, mir war die Klinge so ein bisschen wackelig. Deswegen habe ich es etwas nachbearbeitet. Ich habe es auseinandergeschraubt und dann die beiden Hälften so lange runtergeschmiegelt, bis das spielfrei sitzt. Und jetzt läuft es aber wirklich einwandfrei. D2 Stahl, es kostet 60 Euro. Ich finde es so minimalistisch und so schön, dass ich einfach sagen muss, ich kann es nur jedem raten, sich dann so ein Ding mal anzugucken. Das nächste Messer ist das Pry Mini Pro. Ja, Pry, das bedeutet also Brechstange. Und man sieht auch sofort, warum das Brechstange heißt. Schaut euch mal an, wie dick diese Klinge ist bei diesem kurzen Messer. Also damit kann ich alles Mögliche aufhebeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Das D2 Stahl dann auch noch, also im Grunde unzerstörbar. Es ist aber trotzdem ein rasiermesserscharfes Messer mit einer leichten Hohlschliffklinge hier. Also es ist wirklich scharf und bei D2 wird es natürlich auch lange scharf bleiben. Ich finde aber auch den Griff super. Schaut euch mal hier diese großen Bohrer mit den Hülsen an und diesen roten Liner zwischen den dunklen Griffschalen. Also ich finde es vom Design her der Knaller. Und dann natürlich auch noch gut führbar, weil ich habe hier halt eine große Fingermulde. Auch für meinen fetten Zeigefinger ist das echt gut geeignet. Gibt einem super Kontrolle drüber. Ja, das Messer ist mit 70 Euro noch nicht mal wahnsinnig teuer, wenn man bedenkt, wie viel D2 Stahl in so einem kleinen Messer verbaut worden ist. Finde ich klasse. Das nächste Messer, was ich für euch hier habe, ist jetzt das teuerste aus der Kollektion. Es kostet nämlich 150 Euro, das gleich vorweg. Es ist der Damaskus Dominator. Ja, aber ich meine, man sieht auch gleich, das ist also komplett aus Damaskus. Also inklusive des gesamten Griffs, das ist also der Platin, das ist alles Damaskus-Stahl, Damaszener Stahl. Man sieht, dass das eine Sun-Mai-Klinge ist. Das heißt also, es gibt eine sehr, sehr harte innere Lage.
Und dann gibt es von beiden Seiten je 35 Lagen Stahl. Das heißt, insgesamt haben wir 71 Lagen hier. Wunderschöne Form. Absolut 42A kompatibel. Ganz klar ein Zweihandmesser mit Nagelhau. Ne? Ist richtig scharf. Das Einzige, was mich an dem Messer stört, ist, es hat auch relativ scharfe Kanten. Also ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber es ist relativ scharfkantig. Selbst der Rücken von der Klinge hier, der ist also schon richtig scharf. Das habe ich nicht so gut gefunden. Deswegen habe ich meins, ich habe auch noch ein persönliches Exemplar, habe ich in einer 2-3 Stunden Arbeit komplett die Kanten gebrochen und dann poliert. Also, dass man jetzt hier vielleicht den Unterschied sehen kann, dass also mein Messer hier in keiner Weise mehr scharfkantig ist. Das fühlt sich in der Tasche einfach viel besser an. Ja, also gerade hier vorne sieht man das sehr gut, finde ich. Also das würde ich jedem empfehlen, der das Messer kauft. Aber ein komplettes Damaskus-Messer für 150 Euro. Ich finde, das ist so das Eleganteste, was man so als Gentleman in der Tasche mit sich rumtragen kann. Passt jetzt vielleicht nicht so genau zu meiner Biker-Lederjacke. Aber insgesamt finde ich schon, dass es passt. Tja, also alle diese Messer, alle diese 10 wunderschönen Messer könnt ihr bei gogan.de bestellen. Wir haben die vorrätig. Wir haben also richtig eingekauft und nochmal richtig im Lager investiert. Das heißt, die sind alle ab Lager lieferbar, zumindest im Moment ist das so, solange Vorrat reicht. Wir haben sogar noch ein kleines Sonderangebot für euch. Wenn ihr alle 10 nehmt, wenn ihr also wirklich alle 10 Messer auf einmal nehmt, ja, dann bekommt ihr einen Rabatt von 10%. Das heißt also, ihr spart mit Sicherheit fast 100 Euro oder so. Müsste man erstmal ausrechnen. Also, wer alle 10 Messer nimmt, 10% Rabatt. Und ich finde, man muss das machen. Man braucht alle diese 10 Messer. Also ich jedenfalls würde auf kein einziges dieser Messer in meiner Sammlung verzichten wollen. Und ich denke, euch geht es doch in Wahrheit genauso, oder? Also geht mal in euch und dann bestellt alle 10. Spaß. Also jedes einzelne Messer ist es wert. Ihr müsst halt schauen, was ihr gerne haben möchtet und was ihr euch leisten könnt. Jedenfalls hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Denn das war's für heute. Danke und bye bye.